Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ihr habt abgestimmt, wir schauen 30 Minuten durch die Sammlung und was uns in diesen 30 Minuten durch die Finger gleiten wird, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, ich bin schwerst bewaffnet, wie ihr sehen könnt, mit eigentlich drei Boxen, die eine liegt noch außerhalb des Bildschirms sozusagen. Da werden wir jetzt mal ein bisschen durchgucken. Ihr habt abgestimmt, ihr hattet ja die Wahl zwischen drei verschiedenen Video-Auswahlmöglichkeiten. Einmal eben der Sammelkartencheck 30 Minuten durch die Sammlung. Dann hattet ihr die Möglichkeit, einen Sammelkartencheck zu machen, wo wir ein bisschen darüber diskutieren, ob Comments jetzt Müll oder Kunstwerk sind. Und dann hattet ihr noch die Wahl dann hattet ihr noch als Auswahlmöglichkeit eine Folge Neuzugänge, aber das habt ihr natürlich nicht gemacht, denn ihr hattet ja erst vorgestern eine und dementsprechend war mir irgendwie schon klar, dass es die Folge Neuzugänge heute nicht wird, denn ihr steht ja auf Abwechslung, nicht wahr? Genau so ist es und wir legen jetzt mal los. Ja, ich greife einfach irgendwo rein und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber über die Karten, die wir hier drin haben. Das sind übrigens alles neue Karten, die kommen aus meinen Vorsortierungsbindern, tatsächlich recht frisch, vielleicht seit einer Woche drin oder so in den Magnethaltern. Das heißt, die habt ihr wahrscheinlich noch nie zuvor auf meinem Kanal gesehen, außer vielleicht irgendwo eine Mega-Opening oder den Neuzugänge-Folgen, die 1, 2, 3 Jahre alt sind. Genau, ich werde das mal hier oben so platzieren am besten. Und wir fangen an mit der ersten Karte. Hier haben wir einen vulkanischen Häcksler. In First Edition aus Force of the Breaker. Kleine Randnotiz. Wir haben mal ein Force of the Breaker Special Edition Display aufgemacht. Das packe ich euch mal in die Videobeschreibung, wenn ich daran denke. Falls ich es vergessen habe, kommentiert es mir einfach nach dem Video, dann füge ich es nachträglich nochmal ein. War ein cooles Opening, qualitativ noch nicht so hochwertig wie die heutigen Videos, aber trotzdem nett zu sehen. Wir haben echt schöne Pulse gehabt. Und ja, der vulkanische Häcksler ist auch eine wunderschöne Ultimate Rare aus diesem Set tatsächlich. Dann haben wir ebenfalls aus Force of the Breaker den Go-Go, der galante Ninja. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht auf jede Karte eingehen. Wir wollen ja möglichst viel sehen in dieser halben Stunde. Das heißt, ich werde natürlich zu bestimmten Karten was sagen, aber nicht zu allem. Und ich sehe, wir haben die Mischbox bekommen, denn hier ist nicht nach Rarität oder nach Auflagen sortiert. Hier ist einfach alles reingeschmissen. Wir haben aus DLG, Exchange of the Spirit. Ja, DLG war so eine Art Retro-Pack für die Amis, wenn man so möchte. Zumindest war das Ganze vom Aufbau her dem Retro-Pack sehr ähnlich, sage ich jetzt mal. Sehr coole Sache. Die Karten aus dem Set gehen in der Regel nicht allzu viel, aber es sind wirklich schöne Sachen drin. Die hatten wir ja auch als Retro-Pack Secret und die gibt es auch aus der Jump in Ultra Rare, glaube ich. Oder? Verwechsel ich dir gerade mit irgendwas? Keine Ahnung. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die gibt es auch aus der Jump. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir etwas in Anführungszeichen moderneres, einen Kreuzritter von Endymion, First Edition. Und die Karten sind natürlich alle Minty, sehr klar. Ihr kennt ja meine Ansprüche. Da darf nichts fehlen. Dann haben wir aus Rise of Destiny, war das glaube ich, RDS, den perfekten Maschinenkönig, Unlimited. Und ja, ihr seht, hier sind die Auflagen gemischt. Wir hatten eine Ultra Rare zwischendrin. Das ist die Mischbox, die wir tatsächlich haben. Ich denke, die ist auch recht interessant. Ich habe mir erst überlegt, soll ich die Ghost Rare Box nehmen? Aber ich habe euch schon so viele Ghosts gezeigt. Und außerdem wollte ich so ein bisschen den Zufall entscheiden lassen. Und ich bin tatsächlich recht glücklich, dass der Zufall sich für diese Box entschieden hat. Denn hier haben wir eine Menge Abwechslung drin. Und grabben uns gleich mal die nächsten raus. Ja, legen wir uns mal dahin. Dann Star Strike Blast, aufblühende Blumenzwiebel. Haben wir hier gleich zweimal. Ich würde jetzt gerne damit angeben, dass sie sogar First ist. Kann man aber nicht, weil Star Strike Blast hatte nie einen Reprint gesehen, in keiner Special Edition, in keiner Tinbox. Das heißt, Karten aus Star Strike Blast sind immer First und zwar ausnahmslos. Sind aber trotzdem recht selten, denn Star Strike Blast war ähnlich wie Toon Chaos ein Set, das eine recht geringe Auflage hatte. Klar, Toon Chaos hat jetzt einen Reprint bekommen, der Reprint hatte eine normale Auflage, würde ich mal behaupten. Aber der First Edition Print Run der Toon Chaos Displays ist tatsächlich recht short gewesen. Da ist wohl bei Konami ein bisschen was schief gelaufen und deswegen sind die First Edition Displays auch mittlerweile weit über 100 Euro teilweise vom Preis her. Ich glaube, es gibt welche für knapp um die 100, aber es gibt mittlerweile auch welche, die diesen Preis echt sprengen. Ja, dann haben wir eine Überlastfusion. Ich glaube, die ist ein bisschen gesunken. Die ging ja mal 80, 90 Euro. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die immer noch so viel geht. Ich glaube kaum. Aber trotzdem sehr cool aus Power of the Duelist. War alternativ, glaube ich, nur eine Rare gewesen oder so. Das heißt, die hätte man, glaube ich, sogar aus den nicht aus den Hobbyboxen, sondern aus den anderen Boxen ziehen können, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Ja, dann haben wir ein Chainburst aus RDS. Geht mittlerweile auch irgendwie 10, 15 Euro sowas um den Dreh. War tatsächlich mal so eine random 2 Euro Alti. Und das ist kein Buyout-Preis tatsächlich. Also man merkt, der alte Stuff steigt und steigt. Chaos King Archfiend aus The Shining Darkness. Eine Karte, die auch mal ziemlich pricey war. Hier jetzt allerdings Unlimited. So, bleibt doch liegen. Julian, was ist denn los mit dir? So, dann haben wir eine Trickster Lycoris. Ja, die Karte aus den Autos Tournament Packs. Ich wohl am allermeisten habe ich, glaube ich, 50 oder 60 Stück von denen. Unnormal einfach. Ja, ich hatte, glaube ich, hier 30, 40 so schon zu Hause liegen. Und dann kam ja noch das 50k-Opening von Rising Time. Da waren ja auch nochmal 13 Stück dabei und so. Also das war schon heftig. Lycoris ging, glaube ich, nicht allzu viel. 15 Euro damals. Wie viel die aktuell geht, weiß ich nicht. Tricksters finde ich ehrlich gesagt, ja, wie soll ich sagen, also Tricksters sind schon cool, aber irgendwie sehen sehr viele von denen sich auch sehr ähnlich und irgendwie gleich aus. Also ist so ein zweischneidiges Blatt, dieses Thema, wie ich finde. Dann hier sehr alt, an der Stelle auch nicht First, sondern Unlimited, Nummer 17, Leviathan Drache aus Generations Force. Generations Force war ja auch ein Set, wo tatsächlich die Karten nicht so gut vom Print waren, außer die Ultimates, die waren gut, aber Ghosts und so. Ghosts waren sehr anfällig für Silvering und genauso auch die anderen Karten. Es war einfach eine Zeit, wo der Printrun nicht so prickelnd war. Die Ghosts waren aber qualitativ eigentlich durchgehend hochwertig, außer es sind Ami-Karten gewesen, die waren, sind und werden immer scheiße sein vermutlich. Dann Mermaid Abyss Toys, wo wir gerade bei Ami sind. Das hier ist ein Ami-Print. Ich mag Ami-Prints nicht. Die sind mir auch von ihrer Körnigkeit her, also von dieser Körnigkeit, die dieses Ultimate Rare vor allen Dingen am Rand und so aufweist, zu kompakt, würde ich mal sagen. So, da sind unsere ein bisschen rauer, ein bisschen grobporiger und das sieht irgendwie auch ein bisschen besser aus. Es schillert einfach mehr. Der hier, glaube ich, Unlimited 30 Euro oder sowas auch zu vernachlässigen. Dann haben wir hier, sehr schön, ein Infernoid Onunku, auch eine unglaublich coole Karte, First Edition, war mal die zweiteuerste Ultimate Rare aus Secrets of Eternity, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir selbst das Display aufgemacht haben. Ja, es gibt auch ein Secrets of Eternity Opening, das ist ja ein etwas älteres Display, das man immer noch recht kostengünstig herbekommt. Vielleicht packe ich euch das auch mal in die Videobeschreibung und wir haben da oben ein Staubkorn drin. Ich sag euch, mit Staubkörnern habe ich wirklich Probleme hier, weil ich wohne ja hier in einem Haus, das war ja schon zur Kaiserzeit gestanden, also es ist richtig staubig und voll schlimm, also was ich hier staubsauge, das ist nicht mehr normal. Dann habe ich Karakuri Stahlschongun Nummer 00X Boraido. Auch das war mal eine ziemlich teure Karte aus Storm of Ragnarok. Sehr cool, First Edition. Gucken wir mal, was der nächste Stapel so bringt. Genau, dann haben wir hier einen Weiser des Schweigens aus Strike of Neos. War alternativ eine Rare gewesen, glaube ich. Nochmal eine Lycoris, brauchen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen. Dann ein Schwarzflügel Kogarashi der Wanderer aus Extreme Victory, auch Unlimited. Einer meiner Lieblings-Blackwings wegen dem grünen Hintergrund und dem schwarzen Vogel. Ich finde dieses Farbspiel ist einfach mega cool. Das habe ich schon bei der Necros geliebt und ist auch hier natürlich ein absoluter Favorite für mich. Außer auf der Duelist den Holzkohle-Impachi in Ultimate Rare. Soul of the Duelist war tatsächlich auch ein Print, der richtig schlecht war. Soul of the Duelist, Rise of Destiny. Das sind so die zwei schlechtesten Oldschool-Prints gewesen von der Quali her. Und vielleicht noch Flaming Eternity, aber das war auch schon wieder ein bisschen besser, glaube ich. Aber die beiden habe ich richtig, richtig gehasst vom Printrun her, weil die Pappe war irgendwie ein bisschen dünn, hatte ich das Gefühl. So eine 0,0001mm Pappe gefühlt und die hatten immer diese Printlines auf der Rückseite. Und es gibt halt wirklich kaum Exemplare, die das nicht haben. Und ja, auch meine Exemplare haben tatsächlich Printlines. Damit musste ich mich anfreunden. Ihr wisst schon, auf der Rückseite natürlich nicht vorne. Hier aus Cyberdark Impact Dimensional Invasion. Ja, ist auch so eine random Alti gewesen. Damals war es ja so, die haben ja die Secret Rares abgeschafft und jetzt hier random, das ist übrigens ein H, auch geil, einfach mal random das Ende von Anubis aus TLM. Die Ancient Sanctuary ist übrigens gestiegen vor Preis her tatsächlich. Mittlerweile 15, 20 Euro, damals hat die ja 5 gekostet oder so aus dem Originalset. Und damals war es ja so, dass ich glaube tatsächlich mit Soul of the Duelist die Secret Rares aus den Sets verschwunden sind. Hier aus der Jump tatsächlich Relief Monster. Ah, genau, habe ich verwechselt. Die meinte ich vorhin. Genau, nicht die andere.
Da sind ja die Sequels aus den Sets verschwunden. Die sind dann erst mit Gladiators Assault wiedergekommen. Und alternativ, so als Art Entschuldigung, gab es dann halt die Ultimate Rares, so wie es jetzt halt mit Starlight Rare ist, dafür, dass halt die Rares verschwinden. Und die wurden ja dann inflationär geprintet. Also jede Karte, die eine Rare war, oder eine Super Rare, oder eine Ultra Rare, war ja auch eine Ultimate Rare. Es gab tatsächlich teilweise mehr Altis in einem Set als Super oder Ultra Rares. Das ist einfach unnormal gewesen. Und da gab es ja natürlich auch so diese ganzen Random Altis, die eigentlich kein Schwein interessiert hat. Und ja, dementsprechend findet man die heute auch noch recht häufig teilweise, weil die halt wirklich nicht schwer zu ziehen waren. Es gab auch Zeiten wie zum Beispiel Strike of Neos. Da waren pro Display 2 Altis ganz normal. Ja. Also das war halt natürlich schon eine hohe Rarität, aber natürlich auch nichts Besonderes. Hier haben wir den Zwillingstwister, auch eine sehr beliebte Karte, die glaube ich auch weit jenseits der 70 Euro aus dem Outtest Tournament Pack 12. Dann haben wir noch einen Geschwindigkeitsrollt Terrorkreisel, der war mal sehr teuer, der ging ja schon 10er aus Highspeed Riders in Super Rare vor einer Weile, da war er mal irgendwann spielbar, ist aber schon tatsächlich eine ganze Weile her. So, da haben wir ihn gleich nochmal. Dann wieder so eine etwas randommäßigere Ultimate Rare, die Hornmoräne, da habe ich auch eine witzige Story zu. Ich habe mir den tatsächlich mal bei Diamond Cards, die haben so einen Ebay Shop gehabt, da habe ich mir die mal gekauft. Da habe ich mir mehrere finstere Phönixe gekauft in Ultimate Rare und neunmal die Hornmoräne. Die waren alle als niemand deklariert. Die Hornmoräne kam nie an, also die war gar nicht dabei und der Shop hat sich auch quergestellt. Und die Phoenix-Karten waren bis auf eine alle exzellent oder schlechter. Das ist halt immer so eine Sache mit dem Grading. Also manche sind da halt wirklich ziemlich lapidar unterwegs. Hier auch sehr cool, Legendary Six Samurai Inishi aus Storm of Ragnarok. Auch sehr cool die Karte. Und ich habe dann da auch nie wieder gekauft. Also das war einmal und nie wieder, meine Freunde. Ja, dann haben wir noch eine aufblühende Blumenzwiebel. Die ist halt auch mittlerweile echt pricey, ne? Alien Warrior, das müsste auch ein Ami-Print sein, glaube ich. Die kommt nämlich, glaube ich, aus so Sneakboxen. Die ist nämlich, die Karte ist von Rising Time, das weiß ich, weil die habe ich nämlich in so einen Extra-Ordner. Rising Time hatte einige Cyber Dark Impact und Power of the Duelist-Karten mit in seiner Sendung mit dabei. Die habe ich mir extra zur Seite gelegt. Ach ja, Lycoris braucht man nicht großartig gucken. Lycoris. Ja, hier haben wir halt nochmal einen Dark Magician, aber naja. Haben wir halt auch schon gesehen. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Das ist wieder ein bisschen retromäßiger aus Raging Battle, dreiköpfiger Drache, Unlimited. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, 5Ds ist mittlerweile Retro. Ja, es ist Retro. Nicht nur, weil damals der Print noch Retro war, sondern auch, weil es halt mittlerweile schon, ich glaube, weit über 10 Jahre sind, wo 5Ds gelaufen ist. Und dementsprechend gehört das für mich zu Retro. Also alles, was so die 10-Jahres-Marke geknackt ist, für mich einfach Retro. So. Wobei dieses Retro-Feeling ja nicht nur durch die Artworks entsteht, sondern halt auch tatsächlich durch diesen alten Print-Run, der ja nach 5Ds nicht mehr existent war. Das heißt, wird ziemlich schwierig, mit neuen Karten ein Retro-Feeling zu erzeugen, also zumindest für uns alte Hasen, die halt mit Duel Monsters oder GX oder so groß geworden sind. Ja, die Planierraupe des Untergangs, ich glaube, die wird uns jetzt recht oft begegnen, weil die habe ich nämlich ziemlich häufig. Ah, okay. Dreimal, viermal, fünfmal und hier tatsächlich nochmal ein Zwillingstwister, ja. Die Box ist, wie ihr bereits gesehen habt, nicht unbedingt sortiert. Packen wir das hier mal zurück. So. Es ist, also ich muss sagen, diese Art zu sammeln auch, finde ich wunderschön. Ja, also so kommt jede Karte wesentlich besser zur Geltung als in einem Ordner. Ich muss sagen, dass speziell in einem Ordner halt auch häufig diese Hüllen einfach extrem zerkratzen. So, wir haben jetzt hier ein paar OCG-Karten, genau, die sind auch mit drin. Die werden jetzt viele von euch nicht interessieren, zumindest nicht so sehr, deswegen gehe ich die mal schneller durch. Es sei denn, wir haben was Besonderes. Hier zum Beispiel Parallel Ultra Rare, das war immer so die Alternative, die Steigerung zur normalen Ultra in dem Hauptset. Ja, war also kurz vor der Ultimate Rare sozusagen. Ja, dann haben wir hier den keltischen Wächter aus dem japanischen LOB. In Prismatic Secret Rare. Das ist zum Beispiel schon eine Rarität, also der geht tatsächlich schon in Excellent mindestens 10 Euro. Sehr schön tatsächlich. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Also einige dieser OCG-Karten haben halt echt was für sich. Oder hier das Wallskulf aus G6, das war eine Gameboy-Promo.
Die G6-Promos sind tatsächlich momentan einiges wert. Da haben wir hier auch noch einen Guilford der Blitz in seinem eigentlichen Artwork. Das gibt's, glaube ich, im TCG nicht. Aber den gibt's nochmal als 15er-X Reprint sozusagen, im etwas moderneren Design. Da werden wir auch demnächst zwei Stück in den Neuzugängen sehen. Habe ich mir nämlich drei Stück angekauft. Leider war einer nicht für mich zu gebrauchen, aber die anderen beiden waren tatsächlich Mint. Ja, hier, der zweiköpfige Drache, oder wie er heißt, auch in diesem Ultra Parallel Rare. Ich weiß gerade gar nicht, was BC für ein Set war. Ich kenne tatsächlich nicht alle Hauptsets, aber ein paar kenne ich auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich auch eine Parallel Ultra. Die habe ich damals zum Einkaufspreis bekommen von meinem Händler, weil dieses Parallel Ultra einfach nicht zu sehen war. Ja, es war einfach die normale Ultra. Die sieht man tatsächlich nur, wenn man es wirklich direkt unter so ganz grelles Licht hält, dann sieht man so ganz leicht diese Parallel-Streifen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist bei der Produktion. Ich glaube, das VB müsste Forbidden Bible gewesen sein oder so. Genau, das ist der dunkeläugige Illusionist in Ultra Rare. Sehr schön tatsächlich. Und dann nochmal hier natürlich noch diesen netten Dude hier aus PS. Ich habe aber auch keine Ahnung, was das für ein Set war. Ich kenne ziemlich viele OCG-Sets, aber halt bedauerlicherweise nicht alle. So, dann haben wir hier Don Saluk in seinem unzensierten Artwork. Ja, der hält nämlich tatsächlich normalerweise Pistolen in der Hand und keine Schwerter. Aus, was war nochmal PH? Letztens hat es mir einer unter die Kommentare geschrieben. Entweder war es Pharaonic Guardian oder Pharaoh's Servant. Ach, keine Ahnung. Dann die Kettenmeisterin. WJ, das ist WeJump, das heißt, es ist eine Jump-Promo in Japanisch, eine uralte Jump. Auch cool. Dann der, hier, Gerfried Eisenritter aus TB. Das finde ich cool, dass wir die hier auch dabei haben. Als hier tatsächlich Super Rare. Die gibt es bei uns ja nur in Rare aus LOB, glaube ich. Hier ist das eine Super Rare. Ich habe mir die so sehr als Holo gewünscht, schon damals, weil das mit einer meiner Lieblingskarten war. Genau. Den Dude kennen wir auch. Ist tatsächlich schon eine sehr alte Karte, kam bei uns recht spät raus. Ich glaube, zur 5D-Zeit oder so kam die in irgendeinem Hauptset auf einmal raus oder war es noch später. Ist aber tatsächlich eigentlich eine Oldschool-Karte, ich nehme Prismatic Secret, auch wunderschön. Dann haben wir den Tausendsachen in dem Artwork. Das haben wir, glaube ich. Haben wir das nicht im Millennium Pack bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Aber auch das hier ist eigentlich eine uralte Karte, auch aus der WeJump. Tatsächlich. Sehr schön. Ja, dann haben wir auch erst letztens irgendwo gesehen eine Duelist Name Card. Von denen habe ich auch ein paar. Aus dem Jahr 2004. Es gibt noch eine andere Duelist Name Card aus dem Jahr 2000, also 4 Jahre älter, die auch ein bisschen mehr wert ist. Aber selbst die hier geht hier in Kamen, ich glaube 70, 80 Euro so in Yemen. Auch extrem schön tatsächlich. Dann holen wir uns mal den nächsten Stapel raus. So, da haben wir das tausendäugige Opfer. In Ultra Parallel. Den Vorth's Raider aus G4. Das ist halt diese Gameboy-Promo, der ist nichts wert. Das ist eine 2-Euro-Karte. Das ist zum Beispiel was sehr Cooles. Ihr seht, kein Auge von Anubis, keine Set-ID. Ganz, ganz altes Layout. Das ist ja die Ritualzauberkarte zum, wie heißt der denn? Skull Guardian, genau. Die Zauberkarte habe ich tatsächlich weniger oft als den Guardian selbst tatsächlich. Ich glaube, der Guardian müsste uns ja auch noch begegnen. Die haben wir jetzt auch letztes Mal gesehen. Das hier ist allerdings jetzt die normale Ultra, nicht die Parallel Ultra, die wir letztens im Video gesehen haben. Parasite. Das ist mal ein Fall für die Lost Arts, was meint ihr? So, genau, und dann haben wir hier den Skull Guardian. Das ist wirklich eine ziemlich seltene Karte, auch ziemlich pricey mittlerweile. Hoch im Kurs. Ich glaube, da verkaufe ich sogar gerade einen, der ein bisschen Silvering am Rand hat. Falls jemand Interesse hat, schreibt es mir über Instagram. Und nochmal den Dude hier aus der WeJump. Keine Sorge, es ist, glaube ich, bloß die eine Reihe, die hier OCG ist. Der Rest müsste wieder TCG sein. Ja, den Dude kennen wir ja auch. Die Fusion aus dem Babydrachen und dem Alligatorschwert. Und dann hier aus dem P3 den Meteordrachen. Hier haben wir jetzt die Duelist Name Card oder Duelist ID Card aus dem Jahr 2000. Die ist im Vanilla Style. Und ja, tatsächlich um einen Ticken mehr wert als die andere Duelist Name Card. Sehr schön. So, dann haben wir hier aus, oh Gott, was war denn ME nochmal? Magic Ruler was nicht, das weiß ich.
Auf jeden Fall der Pistolendrache, auch im unzensierten Artwork. Muss ich allerdings sagen, dass unser Artwork schöner ist. Ja, hier nochmal 1000-äugiges Opfer. Dann hier einfach mal random das dunkle Magiermädchen, super rare, aus dem Speed Duel SCP-1. Das war, glaube ich, dieses Tournament Pack 1 oder so. Speed Duel Tournament Pack 1, also ist tatsächlich eine Tournament Pack Holo, wenn man so möchte. Und dann haben wir hier das Millennium Shield aus P5, das war auch eine Gameboy Promo. Ist auch nicht unbedingt selten, aber ein bisschen seltener als so manche Karte, die man, ich sag mal, recht häufig zu gesehen bekommt, wie zum Beispiel magische Zylinder oder so ein Käse. Ja, dann haben wir hier aus BP1 die Exodia in Prismatic Secret. Die gibt es auch noch im alten Layout aus einem anderen Set. Da ist sie noch mal ein bisschen teurer, da kostet sie über 200 Euro. Aus dem P1 der niederträchtige, blauäugige, weiße Drache. Das war ja dieses Promoset zu, oh Gott, Beyond the Time oder wie dieser Film hieß, den sie jetzt auch auf Deutsch synchronisiert haben. Unsere Prints waren richtig scheiße, da waren die Amis tatsächlich besser. Von der Qualität her, die waren nicht so anfällig für Beschädigungen wie unsere Euro-Prints. Dann aus dem Dual Terminal einen Destiny Hero Malicious. Der war, glaube ich, auch ein Ticken wert. Ein bisschen was, dezent. Und dann haben wir hier nochmal aus dem Speed Duel Tournament Pack zweimal das dunkle Magiermädchen, das haben wir aber schon gesehen. Dann haben wir hier aus SM, das heißt nicht Sadomaso, sondern Spell of Mask, haben wir hier die maskierte Bestie. In Prismatic Secret gab es da auch eine Ultimate Rare richtig pricey, aber auch hier als Secret Rare ihre 20, 25 Euro wert mittlerweile. Absolut nostalgisch, wunderschönes Artwork. Jetzt muss ich bloß darauf achten, ich hatte hier einen Cut, wir hatten 14 Minuten plus 7, 21, also 9 Minuten müssten wir noch in etwa haben. Also in etwa bis 26, alles klar. So, dann haben wir hier noch die niederträchtigen Stardust Dragon, den gab es ja auch aus der Jump. Sehr cool, die Karte. Eine meiner Lieblings-Jump-Karten tatsächlich. Habe ich auch ein paar Mal. Jump-Karten gibt es übrigens auch in diesem Promo-Ordner, den ich euch letztens angeboten habe, dass ich euch den mal zeige. Aber da habt ihr euch ja für die Oldschool-Karten entschieden. Was natürlich vorauszusehen war. So, dann haben wir hier aus P3. Ich glaube, P3, nee, das waren sogar Premium-Packs. Ne? Das war kein Gameboy-Spiel oder so, das waren die Premium-Packs. Weil den gibt es auch noch in Super Parallel Rare. Das war sozusagen dann die höchste Rarität. Der Torwächter, auch sehr cool. Wunderschöne Karte. Dann, oh Gott, wie hieß denn das Ding nochmal? Kam in Crossroad of Chaos in Secret Rare raus. Ist aber tatsächlich eine Double-Monsters-Karte gewesen. Zeitmaschine, keine Ahnung, wieso. Auch eine coole Karte, die kommt jetzt aus dem G3, also aus einem Gameboy-Spiel. Nicht besonders selten, würde ich mal behaupten. Hier haben wir jetzt die Super Parallel Rare, wie ihr sehen könnt, zumindest leicht. Die ist schon ein bisschen was wert, tatsächlich. Also da dürft ihr auch so 20, 25 blechen in etwa. Dann hier die Thun-Jungfrau in Super Rare. Nochmal diesen hier, Twin-Headed, schlag mich tot. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier tatsächlich eine Karte, die wollte ich letztens auch nicht zeigen. Da habe ich auch über die alternativen Artworks gesprochen oder über die unzensierten. Karte der sicheren Wiederkehr. Und ihr seht hier, der Mann ist einfach nur nackig auf dem unzensierten Artwork. Die Zensur kann ich verstehen und ich finde unsere Variante auch schöner. Hier auch aus Spell of Mask, eine schöne Ultra-Rare. Ich weiß gar nicht, ob es die als Ultimate gibt, aber ich glaube nicht, weil es damals in den alten Mainsets aus Japan, glaube ich, immer nur eine Ultimate gab. Hier haben wir jetzt nochmal den Pistolendrachen. Genau. Hier auch uralt. Der Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Aber ihr seht, kein Auge von Anubis, keine Set-ID. Ich kann euch auch gar nicht sagen, aus welchem Set die tatsächlich kommt. Wird aber entweder ein Booster Series, und ja, so hieß das Set sein, oder vermutlich eine Starterbox möglicherweise, die Ex-Starterbox, oder eben Volume Pack. Also eins von diesen drei, denke ich, ist so der Ursprung der Karte. Ja, hier zweimal das Toon Dark Magician Girl in Prismatic Secret aus G6, also auch aus diesem selben Gameboy-Spiel wie eben das Wolfsgulf und der hier Guilford der Blitz. Damals im Einkauf 22 Euro das Stück gekostet, mittlerweile dürfte die um einiges höher sein, also die ist auch richtig selten und in gutem Zustand auch kaum noch zu kriegen. Und dann haben wir hier, oh, ich darf nicht ans Stativ kommen. So, dann haben wir hier den blauäugigen ultimativen Drachen
aus. Ich kann es vor lauter Schillern gar nicht lesen. Sorry, kann das Set nicht lesen. Auf jeden Fall auch in Super Parallel Rare. Auch ziemlich selten zu kriegen. Die alternative Variante ist auch die Super Rare. Die habe ich auch ein paar Mal da. Musste ich aber leider zweimal aussortieren wegen zu schlechtem Zustand. Reihe Nummer 4. Ich habe jetzt einfach mal das wieder reinräumen rausgekattet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Da sind wir jetzt wieder hier im TCG angelangt. Da haben wir hier den letzten Krieger eines anderen Planeten, First Edition aus Labyrinth of Nightmares. Früher hat sich kein Schwein für die Karte interessiert. Mittlerweile eine gesuchte Rarität als Erstauflage. Dann haben wir einen XYZ Cannon Dragon oder Dragon Cannon aus Magician's Force, First Edition. Ja, jetzt werbe ich immer dafür, dass wir erst die 4000 erreichen müssen, bis ich euch den krassen First Edition Stuff zeige. Und jetzt wedel ich hier wieder mit First Editions durch die Gegend. Ich bin einfach ein Held. Cybernetic Revelation, Cyber Enddrache, First Edition, Nearmint to Mint. Auch Cybernetic Revelation war tatsächlich nicht so gut vom Print her tatsächlich. Dann haben wir den Elemental Dark Neos First Edition aus Power of the Duelist, die Coverkarte. Sehr schön tatsächlich. Und ich muss sagen, es ist, wie gesagt, es ist für mich ein Fest, auch dieses Video hier zu drehen. Es ist einfach wundervoll, sozusagen. Cyber End Dragon, nochmal. Und ihr seht, es ist halt nicht sortiert, also das da habe ich mir jetzt hier noch nicht die Mühe gemacht. Das kommt aber noch, kommt definitiv. So, dann haben wir das Drachenodem der Zerstörung aus Ancient Sanctuary. First Edition, ja, Ancient Sanctuary gibt es auch Unlimiteds, aber sehr selten. Also hier aus dem Set sind Unlimiteds tatsächlich seltener als die First Editions, da dieses Set eigentlich kaum irgendwo ein Reprint hatte. Und zwar ohnehin nicht sehr beliebt, das war eines der schlechtesten Duel Monster Sets damals. Dann haben wir den legendären Fischer aus Forest Servant, ebenfalls First Edition. Einen schwarz glänzenden Soldaten aus dem Starter der Yuga Evolution. Wunderschön, diese Variante der Karte. Gefällt mir extrem gut. Der eigentlich klassische Black Luster Soldier. Ja. Geht, glaube ich, nix. Ein Euro oder so vielleicht mit momentan, aber trotzdem schön. Dann haben wir den schwarzen Totenkopfdrachen aus Metal Raiders, Deutsch First Edition. Der gilt, glaube ich, auch so um die 150, 200 Euro oder so. Also der ist schon recht teuer mittlerweile, recht pricey. Da bin ich auch gerade an einem weiteren Exemplar dran. Steht aber noch nicht fest, ob er das abgibt. Wäre auf jeden Fall schön. Was auch ziemlich hoch im Kurs ist momentan, ist dieser Dude, der rotäugige blaue Drache aus dem Starter Deck Joey. Der geht ja auch mittlerweile in die Höhe. Das war mal jahrelang eine 2-Cent-Karte, sogar als First Edition in Nearmint oder so. Mittlerweile, glaube ich, allein schon Unlimited bei 6 oder 8 Euro. Also der geht auch, ich sehe es schon kommen Richtung Blue Eyes aus SDK, definitiv. Ihr habt dann halt nochmal einen legendären Fischer, quasi Nummer 2. Dann einen amerikanischen Pot of Greed. In, naja, auch wenn man es nicht sieht, Secret Rare aus der Legendary Collection Joey's World, First Edition. Ich mag keinen Ami, erst recht nicht bei der Karte, weil man den Effekt da kaum sieht. Aber was willst du tun? Ne? Trotzdem Port of Greed natürlich eine ziemlich klassische Karte. Okay, dann haben wir hier nochmal ein bisschen OCG-Stuff aus SC, keine Ahnung, das ist der Schimmerdrache. Als Super Rare gibt es ja auch aus LOD ein Super Rare, also wäre jetzt eigentlich kein Muss für jemanden, der nur Karten sammelt, die es halt auch im OCG oder auch im TCG in der Rarität gibt. Hier tatsächlich aus dem Legendary of Blue Eyes White Dragon, der Flammschwertkämpfer hier in Ultra Rare. Bei uns war es ja eine Super Rare gewesen. Und hier in Ultra Parallel Rare der Jinzo. Der ist auch ziemlich pricey tatsächlich. Gibt es natürlich auch noch ein Ultimate Rare. Ein Ultimate ist ja noch ein bisschen teurer. Da kostet er so, ich glaube, 80 bis 100 Euro aufwärts. Auch sehr cool. Wunderschön die Karte. Holen wir uns mal den nächsten Stapel raus. So, hier mal was Besonderes. Eine Starfoil Rare, und zwar der Spirit Reaper aus Bud. Das war so ein Turnier oder so. Und da gab es eben diese Karten. Die sind jetzt nicht so viel wert. Also sie sind von der Starlight Rare viel wert. Ich habe mir jetzt auch letztens den ultimativen Blauäugigen noch mal rangeholt für 30 Euro. Ist schon pricey für eine Starfoil Rare. Aber ist auf jeden Fall cool, ist was Besonderes. Ne? Also hier zahlt man tatsächlich nicht für die Rarität, sondern halt für das, dass es was Besonderes ist, wenn man so möchte. So, dann haben wir als nächstes ein feierliches Urteil aus der Legendary Collection Yugi's World. Oder war es Joey's World? Ne, es war Yugi's World, genau. First Edition, Secret Rare, auch sehr schön natürlich. Das ist aber auch schon zu Tode geprintet, ne? Ein Grabwächter-Spion, der ist, glaube ich, nichts wert. Also, das ist so ein 1-2-Euro-Ding.
Ja, dann haben wir hier nochmal einen rotäugigen blauen Drachen. Blauer Drache ist übrigens ein Misprint gewesen, denn im Englischen hieß die Karte ja Red Eyes Bee Dragon. Und Bee kann ja für Blue or Black stehen. Und die haben wohl, ja, weil es halt auch den blauigen weißen Drachen gab, haben sie sich wohl gedacht, dass das auch blau bedeutet. War also tatsächlich einfach eine falsche Übersetzung. In späteren Prints stand dann auch schwarzer Drache dran. Ja, ist auf jeden Fall cool zu wissen. Auch wieder First Edition. Dann haben wir einen Jubel Terror Inkarnation. First Edition aus Phantom Darkness. Gab es alternativ natürlich auch als Ultimate Rare. Einen Sündenbock aus Legendary Collection Joey's World. Auch Minty. Ne? Joey's World sind sogar relativ häufig noch in gutem Zustand. Ja, also ganz schlimm waren tatsächlich nur die LC2er. Ne, nee, nicht die LC2er. Doch, die Promos von der LC2. Die LC3er, die LC5er und die LCGX auf jeden Fall. Ja. Also die waren richtig schlimm von ihrer Print-Quali. Aber die 4er und so, und die gingen eigentlich. Also das ist schon ganz gut. Oh, hier mal ein schönes Stück. Wiedergeburt aus LOB. First Edition. Aktuellen Preis kann ich euch gar nicht nennen. Ich muss aufpassen. Ich hoffe, dass ich hier nicht meine ganzen Blue Eyes drin habe. Sonst muss ich das cutten, weil Blue Eyes Dark Magicians und die Red Eyes, die stehen auf der Blacklist. Aus LOB. First Edition zumindest. Das heißt, die würde ich euch gar nicht zeigen wollen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Dann haben wir hier Freed the Matchless General. Ein wunderschönes Artwork. Ein tatsächlich sehr edler Ritter. Wie ich finde, vom Look her. Aus Legacy of Darkness. Jetzt nicht besonders viel wert, aber einfach mal nice to have. Dann der Unterweltler Megasalber aus PSV. Auch absolut nostalgisch von seinem ganzen Look her. Auch wenn relativ selten vertreten in Sammlungen. Dann haben wir hier den Ghost Knight of Jakal, also den Geist der Jakal-Ritter. Nix wert, weil Ancient Sanctuary, die Karten aus dem Set sind ja jetzt nicht so wertvoll. Apropos Ancient Sanctuary, wir haben mal 4 Displays aufgemacht, das Video hat eine Stunde gedauert oder so. 4 Displays, First Edition, Ancient Sanctuary, packe ich vielleicht auch noch in die Videobeschreibung, wenn ich daran denke. Wir haben auch schön gezogen, aus einem Display haben wir nur eine Secret gezogen, da war ich echt sad, ne? Dann haben wir die Pyramidenschildkröte aus der Legendary Collection Yugi's World. Auch hervorragend vom Zustand her, sehr schön. Dann der Sendbote des Gerichts Saturn, auch aus Ancient Sanctuary. Die Sendboten kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich persönlich finde sie ganz okay. Ich finde jetzt nicht, dass sie übermäßig cool sind. Ich finde Saturn tatsächlich mit am schönsten von den ganzen Boten. Aber ja, es gibt natürlich auch schönere Karten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ist Ancient Sanctuary meiner Meinung nach mit eins der schönsten LOB-Sets, genau, mit einem der schönsten Oldschools. Julian, was ist los mit dir? Eins der schönsten Oldschool-Sets überhaupt mit Faraonic Guardian. Dann haben wir hier Guardian Seal aus Dark Crisis, ebenfalls First Edition. Also hier scheint sehr viel First Edition Oldschool-Stuff dabei zu sein. Holen wir mal den nächsten Stapel raus. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Sündenbock. Da haben wir nochmal schwarz glänzenden Soldaten zweimal. Dann haben wir hier nochmal einen Cyber Finsternis Drachen, First Edition, ich weiß nicht, hatten wir da schon einen? Ich glaube ja. Ich glaube aber der war Alti, oder? Bin mir gerade nicht sicher. genau. Nochmal einen Cyber End Drachen, tatsächlich. Dann haben wir Verlockung der Finsternis, eine Karte, die wohl viel, viel, viel teurer wäre, wenn sie nicht 20.000 Prints hätte. Also die Karte ist halt ultimativ overprinted. Ja, die Ultimate Rare geht natürlich noch einiges und auch die Ultra Rare geht ihre paar Euro, aber die ganzen Super Rare Prints und so und die Commons sind alles nichts mehr wert, weil die ist einfach tot geprintet, die Karte, das ist einfach unnormal. Dann aus Labyrinth of Nightmares, Reißender Tribut, ein absoluter Klassiker, eine Karte, die sich auch zunehmende Preissteigerung erfreut, tatsächlich. War ja mal sehr lange eine recht günstige Karte auch, mittlerweile so ein bisschen am Steigen wieder. Dann ein Skull Archfiend of Lightning aus Dark Crisis, First Edition, richtig dunkel vom Design, also hier das Layout, richtig dark. Einfach nur ultimativ dunkel. Ja, eine sehr schöne Karte. Eine sehr schöne andere Form vom herbeigerufenen Totenkopf tatsächlich. Und jetzt wird es langsam knapp mit meiner Armlänge. Nochmal den Matchless General. Dann ein Zauberer, der hatte ja einen Reprint in Dude, Dual Devastator, auch in Ultra Rare, deswegen ist er, glaube ich, ein bisschen gesunken.
Davor war er sehr teuer, vor allen Dingen in First, weil er scheint wohl irgendwie spielbar zu sein. Vielleicht, keine Ahnung, ob der tatsächlich im modernen Game einsetzbar ist oder ob das irgendwas fürs Gold-Format ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber auch eine sehr schöne Karte. Dann haben wir hier, finde man auch sehr selten in gutem Zustand, der rotäugige finstere Drache. Aus dem, oh Gott, wie hießen das nochmal? Structure Deck oder Starter Deck, schlag mich tot. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie das hieß. War aber tatsächlich, Staub, so. War aber tatsächlich ein sehr cooles Deck, muss ich sagen. Ich habe, ich glaube, eins noch OVP, also nicht das komplette Deck, sondern halt nur das Ding selber. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwas hatte ich in der Richtung. Muss ich mal gucken. Irgendwo in den tiefen Weiten meiner Schränke müsste das liegen. Dann haben wir einen Kaisergleiter, First Edition, habe ich mir auch letztens wieder einen rangekauft. Danke, Grüße gehen raus an den lieben Lukas, der mir die verkauft hat für einen schmalen Taler. Kaisergleiter ist tatsächlich nicht viel wert. So, dann haben wir hier halt nochmal den Geisterschakalritter. Eins, zweimal die Thunjungfrau. Hier einmal das Magic Ruler, einmal das Spell Ruler. Früher war es so, dass die Karten aus Magic Ruler immer so ein bisschen teurer waren als die aus Spell Ruler. Mittlerweile muss ich feststellen, dass das teilweise umgekehrt ist. Momentan ist es häufig so, dass die aus Spell Ruler doch ein Ticken teurer sind als die aus Magic Ruler, warum auch immer. Magic Ruler ist ja eigentlich ein bisschen seltener. Die Betonung liegt auf eigentlich. Aus der Legendary Collection GX, Jubel Terror Inkarnation. Auch eine Karte, die wirklich vom Print her furchtbar ist, ne? Von der Qualität her. Versteht sich. Also einmal schief angeguckt, boom, Silvering. Richtig schlimm. So, dann ebenfalls aus der Legendary Collection Joey's World, rotäugiger, finsterer Metalldrache. Ist auch eine Karte, die mittlerweile, glaube ich, 10er oder so geht, wenn nicht gar noch mehr. 10, 15 Euro. Ein absoluter Fan-Favorite, eine sehr schöne Karte. Ich fange mal an, die da hinten einzusortieren, weil wir sind ja da gleich fertig. Dann haben wir hier nochmal einen Red Eyes aus dem Starter Deck Joey. Boah, was eine Anstrengung. Und dann eben hier nochmal den Jubel Terror Inkarnation. So, eigentlich hätten wir jetzt nur noch knapp 2 Minuten, aber ich würde sagen, wir gehen in die Verlängerung und machen noch die letzte Reihe durch. Ich habe das Ding jetzt mal umgedreht, damit ich mir hier nicht den Arm noch auskugel am Ende. Die dritte Reihe hat mir echt zu schaffen gemacht, ja. Ja, wir greifen einfach mal rein und schauen, was uns das Ganze hier so bringt, wenn man so möchte. So, da haben wir hier eine Axt der Verzweiflung aus Magic Ruler First Edition. Wer hätte es gedacht? Auch Nearmint to Mint natürlich. Sehr cool. Die unzensierte Variante hat hier so einen Schrumpfkopf statt eine Holzkugel. Finde die unzensierte Variante tatsächlich auch einen Ticken schöner. Ja, doch, die unzensierte. Hier haben wir jetzt die Karte der sicheren Wiederkehr aus Eloin. Ja, also, wie gesagt, er hat hier Kleidung an, was ich begrüße. Dann haben wir einen MST, Mystischen Raumtaifun. Die dürfte jetzt ein bisschen öfter kommen. Ja, hier also 4-mal MST. Secret Rare aus der Legendary Collection Joey's World. Wie bereits gesagt, der Print ist ein bisschen besser. Ups. So. So, dann haben wir hier einen Drachen-Odem der Zerstörung nochmal aus Ancient Sanctuary. Eine Arcane macht die Welt aus Light of Destruction müsste das, glaube ich, gewesen sein. Auch sehr schön, gab es auch eine Alti von. Eine weitere Jubel. Einen weiteren Sündenbock. Und hier haben wir dann aus Labyrinth of Nightmares, Gemeinsam sind wir stark. Wie das letzte Mal schon erwähnt, ist das so eine Karte, wo ich immer dachte, dass sie aus LOB kam früher. Keine Ahnung warum, als ich wieder eingestiegen bin. Wirklich keine Ahnung wieso, aber aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund war ich felsenfest davon überzeugt. Bis ein weiser Mann mich eines Besseren belehrt hat, sozusagen. Draußen fliegt ein Düsenjet vorbei, das ist natürlich sehr förderlich für die Qualität meines Videos. Vielleicht hört man es aber auch nicht, vielleicht ist mein Gelaber einfach zu laut, ich hoffe es mal. Dann haben wir hier halt nochmal ein feierliches Urteil. Nochmal einen Grabwächters Spion. Es wiederholt sich alles so ein bisschen. Ich habe ja immer mehrere Exemplare des Ganzen. Hier nochmal einen Red Eyes. Genau. Dann hier mal wieder ein bisschen was Neues. Ein Beiserschock. Diese Folterkarten von Marek damals aus Faron the Guardian. Richtig coole Karte tatsächlich. Ich mag die sehr. Also wie gesagt, Faron the Guardian ist auch mit eine der oder mit eines der schönsten Sets der damaligen Zeit, wie ich finde. Dann haben wir hier einen Horus, der Schwarzflammendrache Level 8, Soul of the Duelist. Wie bereits gesagt, furchtbares Set, ziemlich viele Printlines auf der Rückseite.
Trotzdem sehr, sehr schön tatsächlich. Dann haben wir nochmal die Pyramidenschildkröte und tatsächlich nochmal eine Verlockung der Finsternis. Hatten wir ja beides auch schon gesehen. Es ist halt einfach nur eine Wiederholung gewesen sozusagen. Ach hey, jetzt langweile ich euch mit Wiederholungen. Nochmal zwei rotäugige. Nochmal eine reißende Spiegelkraft, wollte ich fast sagen, genau, ein reißender Tribut aus Labyrinth of Nightmares. Dann haben wir hier den Gatling-Gewehrdrachen aus Flaming Eternity, dem letzten Mainset der damaligen Zeit, ja, der Duel Monsters Zeit. Dann ging es ja weiter mit The Lost Millennium, was ja noch so ein bisschen so ein Kombi-Set war aus Duel Monsters und GX, bevor es dann erst richtig in GX reingegangen ist. Dann haben wir jetzt zweimal die Secret aus Pharaonic Guardian oder eine der beiden Secrets. Der Lava Golem, auch eine sehr schöne Karte. Kostet mittlerweile auch einiges tatsächlich. Kam bei uns in Dark Revelation raus, in Invasion of Chaos und ich glaube in irgendeinem Starter Deck als Ultra Rare. Als Secret Rare haben wir ihn auf Deutsch niemals gesehen, denn Pharaonic Guardian war auch ein Set, das nie in deutscher Sprache erschienen ist. Oh, bleibt hier stehen. So. Ja, dann haben wir hier nochmal einen. Oh. Nochmal zwei MSTs in Secret Rare, als ob wir da nicht schon genug von gesehen hätten. Dann einen Invader of Darkness First Edition aus Invasion of Chaos. Ich glaube, wir sehen heute auch gar keine Chaos Imperator Drachen mehr. Die habe ich diesmal irgendwo anders versteckt. Der Schöpfer aus RDS tatsächlich als Playset. Genau, hatte ich richtig in Erinnerung. Gab es ja auch als Ultimate Rare. Aber auch in Ultra Rare tatsächlich ziemlich schön. Schöne Ultra, zwar nicht viel wert, aber hey. Was soll's? Muss ja nicht sein, oder? Dann haben wir einmal Horn des Himmels aus Metal Raiders, auch so eine Ultra-Rare, die nicht besonders viel Wert hat, also die ist tatsächlich recht bezahlbar. Ich glaube, meine letzten Exemplare habe ich für 3,50 das Stück gekauft, jemand in First. Ich weiß nicht, ob der Wert jetzt noch aktuell ist, aber es war schon ein geiler Deal. 5-6 Stück für jeweils 3,50 habe ich gekauft, richtig cool, alle Mint wie frisch aus dem Booster. Dann Exodia, die Verbotene, aus der Legendary Collection Yugi's World. Auch sehr schwer in Niemen zu finden, oder zumindest in Mint, in meinem Niemen sozusagen. Ihr seht, kein einziger silberner Punkt auf der Karte. Richtig, richtig schwierig. Ist auch ziemlich teuer mittlerweile. Die komplette Exodia geht ja auch dreistellig. Allein der Kopf ist, glaube ich, schon irgendwo im höheren zweistelligen Bereich. Und bleibt ihr jetzt stehen. So. Ups, nächster Stapel. Ja, Getriebegolem, die bewegliche Festung aus Ancient Sanctuary. Auch eine recht kostengünstige Ultra-Rare, wie ihr ja schon wisst. Dann einen antiken Antriebsgolem aus der Lost Millennium, dem ersten GX-Set. Sehr cool. Ja, Crawlers Hauptmonsterkarte, so, oder ja, Bossmonsterkarte. Sehr cool. Wurde auch im Anime immer ganz groß und mächtig dargestellt. Also unbesiegbar sozusagen. Richtig cool. Der antike Antriebsgolem, allein das ganze Thema hat schon was. Dann haben wir den geflügelten Korribo Level 10 aus Cybernetic Revelation. Da war der Print schon wieder nicht mehr so knorke. Playset, Spieldrache der Harpien aus der Legendary Collection Joey's World. Ja, auch Packfresh sozusagen. Wunderschön die Karte. Gibt es ja auch aus FMR als Prismatic Secret. Und aus dem Retro-Pack als normale Secret. Also das ist tatsächlich mit, ich glaube, 15 Euro oder was die das Stück kostet, noch die günstigste Variante. Dann Question aus Pharaonic Guardian. Haben wir, glaube ich, in Dark Revelation oder Dark Beginning als Super Rare Reprint gehabt. Dann, ja, nochmal einen geflügelten Korribo und hatten wir auch schon. Nochmal die Karte der sicheren Wiederkehr. First Edition. Und das bringt uns hier zum letzten Stapel. Da haben wir hier nochmal einen schwarzglänzenden Soldaten. So. Dann tatsächlich ein tausendäugiges Opfer aus Forest Servant. Auch cool. Sehen wir jetzt das erste Mal hier. Ich glaube, ich stelle die gleich wieder hier rein. Der Stapel an der Seite wird langsam bedrohlich hoch. So, dann haben wir hier nochmal zwei, die wir schon gesehen haben. Drei, die wir noch schon gesehen haben. Nämlich einmal hier Cyber Dark Dragon. Der ist sogar Ami. Ich hasse Ami, aber ihr feiert das, ja. Und halt nochmal zwei Verlockungen in der Finsternis aus Phantom Darkness, First Edition. Und die letzte Karte führt uns wieder zu einem der schönsten Sets, meiner Meinung nach, nämlich zu Ancient Sanctuary. First Edition Fluch des Anubis, da war halt alles sehr auf ägyptisch getrimmt und so. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, das war's, Leute.
Ja, meine Freunde, wir wären jetzt am Ende der heutigen Folge Sammelkartencheck. Die beiden Boxen haben wir wohl nicht mehr geschafft, das war aber auch vorherzusehen. Und ihr merkt schon, ich war voll aus der Puste. Ich bin nämlich richtig durch diese große Box gehetzt, damit wir das überhaupt innerhalb der Zeit schaffen. Auch wenn wir, glaube ich, ein bisschen drüber sind. Wie weit wir da drüber sind, sehe ich tatsächlich erst in der Post-Production. Genau, aber es sei euch gegönnt. Es waren mal ein paar schöne Sachen bei. Auch vieles, das ihr tatsächlich vielleicht noch gar nicht gesehen habt auf meinem Kanal bisher. Oder zumindest in weiter Vergangenheit liegend. Hat mich gefreut, war mir mal wieder eine Ehre, euch ein bisschen hier durch meine Sammlung gucken zu lassen oder mit euch zusammen durch meine Sammlung zu gucken. Ihr könnt mal eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.